Du fragst dich vielleicht, wozu brauche ich ein VPN? Es ist ein beliebtes Thema, aber sind VPNs nur Schall und Rauch? Oder eine wunderbare Lösung für alle Langeweile? Oder kann es dir sogar finanziell helfen? Hier sind die 5 besten Möglichkeiten, ein VPN im Jahr 2023 zu nutzen und wie du damit Geld sparen kannst. Okay, lass uns schnell eine Sache klären. VPNs, wofür sind die und was ist das eigentlich? Ein VPN ist ein Tool, das deine Internetverbindung an einen anderen Ort umleitet und deine Aktivitäten sowohl verbirgt als auch durch Verschlüsselung schützt. In diesem Video werde ich NordVPN als Beispiel verwenden. Es ist schnell, sicher und nicht so teuer, dass es ein Loch in dein Portemonnaie reißt. Denk daran, dass es auch andere Top-Anbieter wie Surfshark oder Atlas VPN gibt, die du mit den gleichen Schritten nutzen kannst. Schau dir einfach die Links in der Beschreibung an, um meine Top 3 Liste der VPNs zu sehen. Unter den 5 interessantesten Einsatzmöglichkeiten für ein VPN ist das Online-Shopping sicher das Beste. Ja, du hast richtig gehört. Mit einem VPN kannst du viel Werbung vermeiden, die Online-Marktplätze benutzen, um dich zum Kauf zu bewegen. Manchmal variieren die Preise je nach Region oder wenn du die Preise zu oft überprüfst, könnte der Marktplatz sie absichtlich erhöhen, um dich zum Kauf zu zwingen. Das gilt besonders für Dinge wie Flugtickets. Ich überprüfe sie oft nicht einmal an meinem eigenen Standort. In diesem Fall verwende ich ein VPN. Erstens, ich benutze NordVPN, um mich mit einem Server in einem wirtschaftlichen Entwicklungsland zu verbinden. Zweitens gehe ich auf die Website des Ticketverkäufers und aktualisiere die Seite, um bessere Ticketangebote zu bekommen. Wenn du eine ausführliche Anleitung möchtest, habe ich auf diesem Kanal bereits eine hochgeladen, wie du günstigere Flugtickets bekommst, also schau dir gerne dieses Video an. Der Trick funktioniert auch bei den meisten anderen Sachen, zum Beispiel wenn du ein Hotel oder ein Auto für deine Reise buchen möchtest. Solange du dein VPN aufhast und dich mit einem Server in dem Land verbindest, in das du reist, bekommst du viel bessere Angebote, da die Preise für Touristen oft überhöht sind. Wenn du dich dafür interessierst, wie du mit einem VPN Rabatte bekommst, sind Flugtickets wirklich nicht die einzige Grenze. Angenommen, dein Lieblingsabo hat einen fairen Preis. Nun, wenn du dir den gleichen Dienst in Argentinien, der Türkei oder Ukraine ansiehst, wirst du schockiert sein, dass es dort viel billiger ist. Nun, stell dir vor, ich öffne NordVPN, tippe auf die Türkei, warte auf die Verbindung und hole mir ein günstigeres Angebot. Fertig. Denk daran, dass nicht jeder VPN-Anbieter das Geoblocking, das viele Dienste verwenden, erfolgreich umgehen kann. Um sicherzustellen, dass du nicht in ein VPN investierst, das dir nichts nützt, habe ich in der Beschreibung unten eine Liste der VPNs, die ich persönlich getestet habe. Allerdings speichern diese Dienste oft deine geografischen Standortdaten, also denke daran, deinen Cache und deine Cookies zu löschen, bevor du das versuchst. Das gilt für alle Arten von Abonnements, Rabattdienste, Musikplattformen und, Trommelwirbel bitte, Streaming. Bevor wir uns in die magische Welt der Streaming-Dienste stürzen, musst du wissen, dass die Nutzung eines VPNs für das Streaming je nach lokalen Vorschriften und Nutzungsbedingungen gegen diese verstoßen kann. Jetzt, wo dieser ganze rechtliche Hokuspokus hinter uns liegt, kann ich es dir sagen. Du kannst mit einem VPN auf jeden Streaming-Inhalt zugreifen. Das mache ich immer, wenn ich nichts zu gucken habe. Ich schaue mir alle wichtigen Streaming-Standorte wie Japan, die USA, die Niederlande und so weiter an. Und ich spreche auch nicht unbedingt von nur einer Streaming-Plattform, ich benutze mehrere gleichzeitig, sogar einige, die in Deutschland gar nicht verfügbar sind. Mit NordVPN ist das nicht so schwierig. Das einzige, auf das NordVPN nicht zugreifen kann, sind indische Inhalte, insbesondere indisches Disney Plus Hotstar. Dafür habe ich aber Surfshark, das einen virtuellen Server in Indien anbietet und mit dem ich ohne Probleme diese Inhalte sehen kann. Wenn du noch überlegst, wofür ein VPN noch gut ist, ist Torrenting auch eine gute Option. Allerdings musst du bei der Wahl eines VPNs für P2P etwas vorsichtiger sein. Surfshark erlaubt es zum Beispiel auf allen Servern, während NordVPN es nur auf speziellen P2P-optimierten Servern erlaubt. Der Prozess ist aber ganz einfach. Ich muss nur auf meine VPN-App gehen, einen Server auswählen und mich verbinden. Um sicherzustellen, dass meine Verbindung bei einer Unterbrechung nicht unterbrochen wird, aktiviere ich den Kill-Switch in den Einstellungen. Wenn du auch surfen oder arbeiten willst und nicht möchtest, dass ein VPN dein Geschäft beeinträchtigt, kannst du Split Tunneling aktivieren, um ein VPN nur auf deine Torrenting-App anzuwenden. Wenn du also nicht willst, dass dein Internetanbieter einen Aufstand macht, solltest du sicherstellen, dass dein VPN eine datenschutzfreundliche Rechtsprechung und eine No-Logs-Politik hat. NordVPN zum Beispiel ist in Panama ansässig und hat eine geprüfte No-Logs-Richtlinie.
Ich weiß aber genau, dass manche Leute VPNs nur wegen ihrer weiteren Funktionen nutzen. Zum Beispiel kann der Bedrohungsschutz von NordVPN sowohl einen Werbeblocker als auch ein Antivirenprogramm ersetzen. Diese Funktion blockiert alle Anzeigen, Benachrichtigungen und Tracker und erkennt sogar Downloads von bösartigen Dateien und bricht sie ab. Ich persönlich bin auch ein großer Fan von Meshnet. Es ist eine gute Alternative zum veralteten Hamachi, da es geschützte LAN-Verbindungen mit entfernten Geräten herstellen kann. Es ist ideal, wenn du dich mit Freunden bei einem LAN-Spiel vergnügen willst oder wenn du für deine Arbeit eine sichere Datenübertragung brauchst. So, jetzt weißt du, was ein VPN ist, warum man es im Jahr 2023 benutzt. Was denkst du, welcher dieser Gründe, ein VPN zu benutzen, ist für dich am wichtigsten? Lass es mich in den Kommentaren unten wissen oder stimme in unserer brandneuen Umfrage im Community-Tab ab. Vergiss nicht, dass die besten VPN-Rabatte immer noch unten in der Beschreibung stehen. Vielen Dank, dass du dir dieses Video für die VPN-Tipps und Tricks 2023 angeschaut hast und ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.